Zurück zur Bildung. Seit der PISA-Studie wissen wir ja alle um uns aller Bildungslücken. Nicht nur bei den Heranwachsenden. Auch bei den schon Erwachsenen hören Sie nun eine Szene, die zeigt, welche große Bedeutung den Eltern zukommt, im mühevollen Kampf diese Lücken zu schließen. Die Rechenaufgabe oder PISA und die Folgen. Wir befinden uns im Wohnzimmer der Familie Redlich. Vater Redlich sitzt gemütlich in seinem Fernsehsessel und buchstabiert im milden Schein der Leselampe seine geliebte Zeitung. Mutter Redlich räumt den Geschirrspüler ein. Der Sohn sitzt über seinen Hausaufgaben. Er versucht es zumindest. Der Sohn. Papa? Ja, Bub. Papa, ich habe eine Rechenaufgabe. Ja, meinetwegen, aber komm nicht so spät nach Hause. Nein, ich will eine Rechenaufgabe, Papa, und die kriege ich nicht raus. Was, Herrgott, noch einmal, muss denn das dümmste Kind in der ganzen Stadt ausgerechnet mein Sohn sein? Also los, zeig her, was sagst du noch wieder? Hier, Papa, 28 durch 7. 28 durch 7? Ja, ist denn das die Möglichkeit, das kriegt der Bub nicht raus. Elke! Dein Sohn kriegt 28 durch 7 nicht raus. Na, dann hilf ihm doch, August. Ne? Sag ich doch, die Lehrer heutzutage. Sexualkunde, das können sie, aber den Kindern das Rechnen erklären, das ist Zappenduster. 28 durch 7, Papa, wofür brauche ich das überhaupt? Ohne Loslamm, das brauchst du, ohne Dammlamm brauchst du das. Also stell dir vor, du hast 28 Apfel und ihr seid 7 Buben und holst die Apfel untereinander auf. Ne? Also, klar. Musst das wissen, oder? Wir sind aber immer nur 4, der Fips, der Kurzzeitbruder und ich. Na, dann nehmt ihr halt nur, wenn dazu, den Simon, den Gerd, den Kevin, dann passt doch, dann stimmt's ja nicht. Na, der Kevin ist blöd, der kriegt keinen Apfel von mir. Da musst du halt schauen, wenn du sonst noch auf der Straße triffst. August, der Bub geht mir jetzt nicht auf die Straße. Also bist du dich jetzt nicht auch noch hinein, hast du vielleicht eine bessere Idee, wie das geht, 28 durch 7. Jedenfalls geht er mir nicht auf die Straße. Gut, du bleibst hier, also, wir haben also keine 7 Buben, 7 Birnen, oder was? Nein. Mach ich alles so kompliziert. Also, pass auf. Ihr seid keine 7 Birnen, Buben, ihr seid 7 Zwerge. Jawohl, 7 Zwerge. Ja, und? Und die haben zusammen eine 28-Zimmer-Wohnung. Ach du liebe Güte, August. Es gibt doch in der ganzen Stadt keine 28-Zimmer-Wohnung. Verdammt, aber jetzt redet immer dazwischen mit deinen unqualifizierten Bemerkungen. Hm? Aha, das war so unqualifiziert. Und was machen die jetzt, die 7 Zwerge in ihrer 28-Zimmer-Wohnung? Wohnen? Die wohnen da, was denn sonst? 28 Zimmer gehen durch 7... Ach, geh. Es muss heißen, 7 Zwerge gehen durch 28 Zimmer. Du, Papa, wo ist das Schneewittchen? Die soll bleiben, oder Pfeffer wächst, die Dominus. Du sprich nicht so gut an, du verrohst den Jungen. Ja, du verdammst ihn. Gut, nehmen wir etwas anderes. Ich hab die 7 Geißlein zum Beispiel, das ist auch was Schönes, gell? Also 7 Geißlein durch 28 Würfel. Wie viele Würfel verliest jedes Geißlein? Was ist denn das jetzt? Wie geht das 28 durch 7? Also was weiß ich? Also wer frisst denn immer die Würfel? Erke? Ja, Rotkäppchen vielleicht. Also 7 Rotkäppchen fressen 28 Geißlein. Oder die Wälder. 28 Großmütter rennen durch 7 Wälder, wie viel Wälder? Hack doch, zack doch! Schneidest du nicht so, das geht mir auf den Wecker. Wecker, Sir, bist du? Wecker! Sir, das ist mein Punkt, Wecker! Du hast 28 Wecker und du musst um 7 laufen. Wie viel? Jetzt erzähl dem Buben nicht, dass er um 7 raus muss. Du weißt genau, dass um 6:30 raus ist, wie der herumtrödelt. Ja, was dann noch? Herr Gott, noch einmal von meinem Hund, der Blut ist geerbt, dass er so blöd ist. 28 durch 7, das muss man teilen, verstehst du, meine Güte? Ja, und dann? Elke, ich bin's leid, kauf 28 Torten. Aber wieso denn? Für wen? Wir sind doch bloß 3 Leute. Dann werde ich noch 4 dazu eingeladen. Die Müllers, die ist auch mir völlig wurscht, kauf die Torten. 28 Torten, aber das ist ja viel zu teuer. Für die Bildung von meinem Sohn ist mir nichts zu teuer. Was der Staat mit seiner verhunzten Bildungspolitik nicht schafft, das muss
Familie eben ausgleichen. Ja, aber das kann ich doch auch anders irgendwie erklären. Das, nein, die Aufgabe wird jetzt gelöst. Los, ich kaufe 28 Torten. Aber Papa, das ist doch Wahnsinn. Das schafft man doch nie. Da muss ja jeder von uns 4 Torten essen.